Servus und herzlich willkommen bei Barbecue Matze. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Chicken Wrap ganz einfach und schnell auf dem Grill zubereiten könnt. Als allererstes müssen wir den Grill anheizen. Hierzu nehme ich immer Anzündröhre und die Woody von Mara Sommer. Das ist meine absolute Lieblingsholzkohle. Die Holzwolle wird einfach mit dem Feuerzeug angezündet, auf die Glut gelegt und nach einer kurzen Wartezeit sind die Kohlen durchgeglüht und wir können unser Setup in den Grill geben. Heute für die Wraps habe ich gewählt die Gusspfanne und den normalen Rahmen. Bei den Zutaten hat man natürlich die freie Auswahl, was einem schmeckt. Ich habe heute gewählt eine Hähnchenbrust, die habe ich gewürzt mit dem Steak It von Barbecue Jana, absoluter Geheimtipp. Und dann geht es auch schon los, die Pfanne ist aufgeheizt, die Hähnchenbrust wird in die Pfanne geschüttet und von jeder Seite angebraten und immer wieder wenden, 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 dass wirklich jede Seite auch durch ist. Das Ganze dauert jetzt 1, 2, 3, 4 Minuten. Ich habe es jetzt einfach vorlaufen lassen. Während wir jetzt warten, bis die Hähnchenbrust durchgebraten ist, hier ein kleiner Hinweis. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu der Holzkohle, die ich benutzt habe und auch zu der Grillrezepte-App Barbecue Jana. Wenn man die Hähnchenbrust angebraten hat und sie fertig ist, können wir sie rausnehmen, können wir in der Pfanne den Teigfladen von beiden Seiten noch anbraten. Dann nehmen wir ihn runter und garnieren ihn dann, wie wir möchten. Also ich habe jetzt den Salat, Tomaten, Gurken, das Fleisch, die schöne Hähnchenbrust, die wir gerade eben zubereitet haben. Und dann rollen wir es zusammen und können es schon genießen. Schaut doch richtig klasse aus, oder? Was sagt ihr? Vielen Dank fürs Anschauen. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgst und meinen Kanal abonnierst, um kein Rezept in Zukunft zu verpassen.